Hallo, wir wollen einmal uns anschauen, wie ich aus einer Matrix die inverse Matrix berechnen kann. Also ich habe eine Matrix A und mein Ziel ist, daraus die inverse A hoch minus 1 zu berechnen. Und das ist am Rechenverfahren her nicht so ganz einfach. Da gibt es verschiedene Verfahren. Man kann zum Beispiel über Determinanten gehen, über das Determinantenverfahren und die Adjunkte ausrechnen, oder man kann den sogenannten Gauß-Jordan-Algorithmus anwenden. Und diesen Gauß-Jordan-Algorithmus möchte ich Ihnen einmal kurz vorstellen. Wir schauen uns eine Matrix an und ich will mal eine 3x3-Matrix verwenden. Sagen wir mal, A soll sein, 1, 2, 0, 2, nehmen wir mal die 4 und 1 und dann nochmal 2, 1, 0. So, wie erzeugt man jetzt aus dieser Matrix die inverse Matrix A hoch minus 1? Hierzu, wenn wir den Gauß-Jordan-Algorithmus ausrechnen, machen wir uns das Wissen zunutze, dass die Matrix mal die inverse Matrix die Einheitsmatrix ergibt. Und deswegen schreibe ich beim Gauß-Jordan-Verfahren noch einmal die Matrix hin. Also ich habe hier noch ein bisschen Platz. 1, 2, 0, 2, 4, 1, 2, 1, 0. Jetzt mache ich hier so einen Strich hin und schreibe da nochmal die Einheitsmatrix nebendran. So, und jetzt muss ich versuchen, durch Umstellen dieser Matrix und der Zeilen oder dazu multiplizieren von Faktoren und abziehen und dazu zählen von bestimmten Zeilen zu anderen Spalten, muss ich praktisch versuchen, hier auf die linke Seite wieder meine Einheitsmatrix hinzubekommen. Und dann habe ich auf der rechten als Ergebnis meine inverse Matrix stehen. Und das probiere ich jetzt einmal. Also, erster Schritt wäre hierbei, ich kann zum Beispiel jetzt diese Zahl hier mal 2 nehmen und von der zweiten Zeile abziehen. Dann bekomme ich hier schon mal zwei Nuller hin. Also die erste Zeile bleibt stehen. 1, 2, 0. 1, 0, 0. Und bei der zweiten Zeile steht dann 0, 0, 1, minus 2, 1, 0. Und dann ziehe ich sie auch nochmal von der dritten Zeile ab. Dann bekomme ich noch eine 0 dazu. Und dann steht da 0, minus 3, 0, minus 2, 0, 1. So, jetzt sehe ich schon mal, da habe ich hier schon zwei Nuller. Hier steht eine 0. Und ich will ja die untere Dreiecksmatrix hier, will ich Nuller bekommen. Da tausche ich jetzt einfach die Zeile 2 und die Zeile 3 und bin ich schon einen ganzen Schritt weiter. Also, ich schreibe das mal hier hin und wie gesagt, nicht vergessen, ist auch immer auf der rechten Seite den gleichen Schritt nochmal durchzuführen. Also, ich nutze mal hier noch den Platz, dann komme ich wieder auf 1, 2, 0, 1, 0. 0. Ich schaue mal gerade, ob das alles noch hinpasst. Ja, genug Platz. 0, minus 3, 0, minus 2, 0, 1. Und hier 0, 0, 1, minus 2, 1, 0. Und da sieht man, ich habe hier eigentlich schon einen ganz guten Erfolg. Dreiecksmatrix besteht schon aus Nullern und die Hauptdiagonale
ist auch schon ganz gut gefüllt. So, hier habe ich auch schon Nuller, das ist schön. Jetzt muss ich noch die letzte zwei im Prinzip beseitigen. Und das mache ich folgendermaßen, indem ich hier von der Zeile 2 nochmal im Prinzip ein Drittel der Zeile 2 abziehe. Dann komme ich da auf. Also hier die unteren Zahlen kann ich erstmal stehen lassen. 0, minus 3, 0. Kommt wieder unser Strich hin. Minus 2, 0, 1. Die untere Zeile bleibt auch mal stehen. 0, 0, 1. Da will ich gar nichts mehr ändern. Minus 2, 1, 0. Und jetzt ziehe ich praktisch, ändere ich die erste Zeile ab. Dann steht da 1, 0, 0. Und hier kommt natürlich 2 Drittel und steht da minus 1 Drittel, 0, 2 Drittel hier hin. Genau. Also einfach hier durch 1 Drittel, also 3 Drittel minus 2 Drittel ist 1 Drittel und dann 0 plus 2 Drittel. Gibt eben wieder 2 Drittel. Und dann habe ich hier schon meine andere obere Dreiecksmatrix, die untere Dreiecksmatrix, habe hier schon Nuller. Das heißt, ich bin schon ganz nah an der Einheitsmatrix. Und jetzt multipliziere ich das einfach noch, diese zweite Zeile mal, ich teile sie durch minus 3 und dann komme ich hier auf meine Einheitsmatrix 1, 0, 0. Schau mal gerade, ob das noch drauf passt. Genau, passt noch drauf. Minus 1 Drittel, 0, 2 Drittel. Matrix zu. Ja, genau. Hier bin ich dann auch bei 0, 1, 0. Hier bin ich dann bei 2 Drittel, 0, minus 1 Drittel. Und an der unteren Zeile bin ich bei 0, 0, 1. Und da bleibt natürlich minus 2, 1, 0 stehen. Das heißt, ich habe hier meine obere Dreiecksmatrix ist aus Nullern besetzt, untere Dreiecksmatrix ist aus Nullern besetzt. Ich habe hier meine Hauptdiagonale besteht aus Einsern. Das heißt, ich habe hier wieder meine Einheitsmatrix. Und da muss das, was hier hinten steht, jetzt a hoch minus 1 sein. Und wenn ich da die Probe machen will, dann kann ich ja a hoch minus 1 nochmal mit a multiplizieren und dann müsste eigentlich wieder die Einheitsmatrix rauskommen.